Bizarre Bilder aus einem Land, das sich seit Jahrzehnten abschottet. Die nordkoreanische Führung feiert den 63. Jahrestag der Staatsgründung. Machthaber Kim Jong-il lässt Raketenwerfer und Militärfahrzeuge an sich vorüberziehen. Neben ihm sein 27-jähriger Sohn Kim Jong-un. Er gilt als Thronfolger des gesundheitlich angeschlagenen Führers, der seit 1994 das verarmte kommunistische Land regiert. Während Nordkorea Soldaten marschieren lässt, fliegen in Südkorea Luftballons. Überläufer lassen sie an der Grenze zum Norden steigen. Gefüllt mit Flugblättern und 1.001-Dollar-Scheinen. Heute ist der 63. Gründungstag des heuchlerischen Regimes in Nordkorea. Wir nordkoreanischen Überläufer senden die Flugblätter, damit die Leute drüben wissen, dass der Süden wahrheitsgetreu ist, der Norden aber heuchlerisch und voller Lügen. Botschaften im Ballon, für die Überläufer eine der wenigen Möglichkeiten, die einstigen Landsleute im kommunistischen Nachbarland zu grüßen.